Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler der aktuell vierten Klassen der Grundschulen, ich darf Sie und euch herzlich auf diesem Wege hier bei uns in der Schule am Schiffshebewerk begrüßen. Mein Name ist Rainer Griebel, ich leite die Schule am Schiffshebewerk und darf diese Begrüßung nicht nur in meinem Namen, sondern auch im Namen der gesamten Schulleitung und des gesamten Kollegiums aussprechen. Schön, dass Sie sich für unsere Schule interessieren. Ich freue mich, dass Sie da sind. Nun, zunächst hätten wir natürlich uns gewünscht, dass wir uns anders kennenlernen. Dies hier ist ein digitaler Weg und dieser digitale Weg ist besser als nichts, aber ich glaube, er kann das persönliche Kennenlernen nicht ersetzen. Wir wollten dieses eigentlich mit Ihnen und Ihren Kindern am 16. Februar durchführen, beim sogenannten Schnuppertag oder dem Tag der offenen Tür. Pandemiebedingt können wir diesen leider nicht durchführen, da wir nicht so viele schulfremde Personen zu dieser Zeit bei uns begrüßen dürfen. Wir haben diesen Termin daher noch einmal verschoben auf den 30. März dieses Jahres und hoffen, dass er dann stattfinden kann. Sollten wir uns in diesem Rahmen kennenlernen können, würden wir uns sehr freuen. Sollte auch dieser Termin nicht möglich sein, dann bleibt zumindest hier die digitale Begrüßung in diesem Film. Bitte in diesem Zusammenhang weise ich gern darauf hin, schauen Sie bitte immer wieder auch mal auf unsere Homepage, ob der Termin am 30. März stehen bleiben kann oder ob wir ihn pandemiebedingt doch absagen müssen. Wie immer dem auch sei, es wird am Ende ja darum gehen, ob Sie Ihr Kind bei uns anmelden oder nicht. Und dafür brauchen Sie selbstverständlich Informationen. Ich weise darauf hin, dass diese Informationen hier auf der Homepage für Sie erstmal komplett digital aufbereitet sind. Das heißt, Sie können sich im Vorwege hier bei uns informieren. Stöbern Sie bitte auf unserer Seite. Schauen Sie auch gern mal in den Bereich der Quartalsbriefe hinein. Dort finden Sie einen Ausschnitt aus unserem Schulleben. Wenn Corona nicht die Wirklichkeit jeden Tag bestimmt, sondern Sie können darüber ermessen, was unsere Schule so auszeichnet. Konkret für den fünften Jahrgang können Sie diese Informationen entnehmen im Wesentlichen über zwei Wege. Das eine ist eine bereitgestellte PowerPoint-Präsentation, die Ihnen nochmals die wesentlichen Inhalte unserer Schule und der Oberschule in Niedersachsen näher bringt, sodass Sie entscheiden können, ob unser Angebot für Ihr Kind passend ist. Außerdem finden Sie die Vorstellung einzelner Fächer in Form von Videos auf unserem YouTube-Kanal und dann können Sie sich auch informieren. Ich bleibe dabei, schauen Sie bitte aber auch gern auf die gesamte Homepage. Es gibt Ihnen einen guten Eindruck, wofür unsere Schule steht. Sollten Sie sich dann zur Anmeldung bei uns entschlossen haben, würden wir uns sehr freuen. Und dann gibt es verschiedene Wege, wie Sie dieses vollziehen können. Der erste Weg ist der rein digitale Weg. Sie werden ab ungefähr dem 18. Februar alle Anmeldeunterlagen digital hier bei uns auf der Homepage finden und Sie können sich diese dann herunterladen, in Ruhe zu Hause ausfüllen, wieder einscannen und uns per Mail zuschicken. Der zweite Weg ist, Sie würden ebenfalls sich die Unterlagen herunterladen, in Papierform ausfüllen und uns diese als Papierpaket abgeben. Wir werden dafür ab dem 18. Februar im Eingangsbereich des Einganges P wie Papa eine Box aufstellen, wo Sie diese Anmeldeunterlagen hinterlegen können, ohne dass Sie damit direkt ins Schulgebäude hinein müssen. Ich sagte ja bereits anfänglich, wir dürfen im Moment schulfremde Personen nur sehr begrenzt und unter strengen Auflagen hier bei uns begrüßen. Deswegen steht dort die Box und dort können Sie dann die Anmeldeunterlagen hinterlegen. Wenn Sie sagen, Sie können oder wollen sich die Unterlagen nicht selbst ausdrucken, können Sie auch selbstverständlich von uns ein sogenanntes Anmeldepaket bekommen. Dort sind alle für die Anmeldung wichtigen Unterlagen in Papierform für Sie ausgedruckt. Bitte melden Sie sich bei uns im Vorwege, entweder unter der Telefonnummer 04136 91 29 50 oder am Ende die 51. Dort werden Sie das Sekretariat erreichen und Sie können einen Weg der Übergabe vereinbaren, hier bei uns am Schulzentrum, damit Sie dieses Paket bekommen. Oder aber Sie schicken uns eine Mail unter post@schule-am-schiffshebewerk und dann werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen und wir können schauen, wie Sie das Anmeldepaket bekommen. Die Rückführung des Paketes läuft dann, wie eben schon beschrieben. Sie füllen die Unterlagen in Ruhe zu Hause aus, kommen wieder vorbei und hinterlegen dieses Paket dann in der vorgesehenen Box oder geben es direkt am Sekretariat ab. Dies bitte aber alles nur nach Vorabsprache. Ich hoffe, dass wir Ihnen mit diesem Angebot weiterhelfen konnten. Sollten Sie
Schwierigkeiten haben, entweder beim Finden der Dokumente auf der Homepage oder weil der Weg vielleicht doch noch nicht ganz so klar ist, scheuen Sie sich bitte nicht, uns zu kontaktieren. Ich wiederhole nochmal die beiden Wege. Bitte rufen Sie uns an unter 04136 und dann die 91 29 50 oder 51 am Ende oder schreiben Sie uns eine Mail unter post@schule-am-schisshebewerk.de. Und dann werden wir miteinander ins Gespräch kommen. Damit endet auch dieser kleine Begrüßungsfilm schon. Ich möchte meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass wir uns alle am 30. März hier bei uns im Forum des Schulzentrums sehen und uns persönlich kennenlernen können. Das wäre das Tollste. Sollte das aus den bekannten und benannten Gründen nicht möglich sein, hoffe ich, dass wir uns zur Einschulungsfeier im August hier bei uns im Schulzentrum sehen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen und euch alles, alles Gute, liebe Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen. Genießt bitte die letzten Tage und Wochen bei euch in der Grundschule. Das Schulzentrum hier in Scharneberg wird viel Neues für euch bereithalten. Es ist sehr viel größer als eure bisherigen Schulen. Aber wir werden alles dafür tun, dass ihr schnell und sicher euch hier bei uns einleben könnt und dass ihr euch dann bei uns genauso gut und zu Hause fühlt wie an eurer alten Grundschule. Ihnen allen wünsche ich schöne Tage, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund und entweder sehen wir uns am 30. März oder wir sehen uns im August bei der Einschulung. Herzlichen Dank, machen Sie es gut und vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Schule.